Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ja, ihr seht richtig, ihr habt es auch eben im Titel schon richtig gelesen. Es ist eine Nespresso-Maschine. Ja, und ich bin wieder ernsthaft davon besessen, überzeugt. Da muss ich wieder ein Unboxing von machen. Es ist ein technisches Gerät und ich bleibe meiner Linie treu. Wenn es mit Strom funktioniert, dann kann ich es auch auspacken. Also, ihr seht es hier schon, eine Nespresso, das ist die Latissima Plus, also die kleinste Serie, ich glaube, die ist letztes Jahr neu rausgekommen, in der Farbe Rot. Gibt es aber auch in Blau, Weiß, Silber und ich glaube, ganz neu habe ich sie eben sogar noch in Schwarz gesehen. Und dann packen wir sie doch mal aus. Die, die mich kennen, die wissen, ich bin ein Nespresso-Fan. Man kann da ja zu stehen, wie man will. Für mich ist es einfach die einfachste und idealste Lösung. Ich habe ganz viele Sachen durch. Ich habe auch alle Maschinen schon durchgehabt, auch von der Konkurrenz. Nichts, was ich nicht hier hatte. Und jetzt komme ich endlich zum Update von der Latissima Normal zu Latissima Plus. Hier ist dann wieder das lustige Handbuch, also Sortenbuch von Nespresso. Da hat sich nichts dran geändert. Wir kriegen natürlich noch ein Bedienungshandbuch. Ja, da muss man aber nicht viel zu sagen. Milch rein, Wasser rein, Kapsel rein, Knopf drücken, fertig. Schade, schade, es gibt anscheinend nicht mehr die Gläser zu den Starterpaket. Aber was es nach wie vor gibt, sind einmal alle Standardkapseln. Ich glaube 16 Stück, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ja, von jeder Kapsel Standardsorte einmal. Die roten, das waren die entkoffeinierten. Ah, dann gibt es ja normale Nespressos, Lungos und die unterscheiden sich alle in Stärke und Geschmack. So, und dann sehe ich sie schon. So, da ist sie. Ich habe ja schon gesagt, ich habe sie in Rot genommen. Ich habe lange gehadert, Rot oder Silber. Jetzt habe ich sie natürlich auch verkehrt rum hingestellt. Und da ist das gute Stück. Oh, ich bin ganz wuschig. Einige fragen sich jetzt, warum Update, wenn ich doch eine normale Latissima habe. Ganz einfach. Sie ist kleiner. Und der Behälter hier ist leichter zu säubern. Ich packe den nicht in die Spülmaschine, ich mache die von Hand und hier kommt man wenigstens überall vernünftig dran. Und in dem Mischbehälter von der normalen Latissima, ja, so eine Eckenaussparung, da kommt man ganz, ganz, ganz schwer dran. So, außerdem wurde es einfach Zeit für was Neues. Und das Wichtigste überhaupt, es gibt, wenn ihr... Also wenn das wenn ihr euch mit einem Kumpel, einer Kumpeline zusammentut, dann gibt es 100 Euro in Kapselguthaben. Ja, die Nespresso-Kapseln sind sündhaft teuer, Pi mal Daumen 35 Cent das Stück. Und da sind dann 100 Euro in Kapselguthaben, ja, da komme ich sehr weit mit. Das funktioniert dann so, Maschine kaufen, Gutschein, Quittung, Kaufbeleg mit einreichen. Und nach ein paar Tagen habt ihr dann euer Guthaben. Das wird so aufgeteilt. 70 Euro Guthaben für den, der die Maschine neu gekauft hat. Und 30 Euro Guthaben für den, der die Maschine empfohlen hat. So. Dann gucken wir doch mal. Super. Also ganz viel hier zum Abpacken. Plastikzeug und. Oh. Guckt mal, wie klein die ist. Ich habe ja schon mal bei einem Kumpel oder mit der Maschine vom Kumpel ein Vergleichsvideo machen können zwischen der alten Latissima und jetzt der neuen Latissima Plus. Ich bin happy. Ich freue mich auch, dass ich sie in Rot genommen habe. Sehr schön. Also hier oben ist nicht lila, da ist noch die Schutzfolie drauf. Nicht wundern lassen. Das ist halt... sieht aber doch ein sehr kräftiges Rot. Das kommt, wie ich sehe es gerade auf dem Kameradisplay, ein bisschen pink rüber, aber keine Sorge, sehr schickes, dunkles Rot. So, jetzt habe ich euch wieder mit einem total bescheuerten Unboxing-Video genervt. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.